In diesem Video geht es also um den SWS-Satz. Es sind zwei Seiten und ein Winkel gegeben. Die müssen aber ganz besonders liegen. Das werden wir jetzt gleich sehen, wenn wir es in die Planfigur einzeichnen. Planfigur, wisst ihr, die machen wir, damit wir einen Plan kriegen, wie wir es konstruieren müssen. Wenn ich das jetzt hier einzeichne, merkt man schon gleich, der Winkel liegt zwischen den beiden gegebenen Seiten. Und das ist die Verpflichtung beim SWS-Satz. Das heißt nicht umsonst SWS, nämlich dass W in der Mitte steht. Der Winkel muss auch in der Mitte von beiden Seiten sein, so kann man sagen. Also man könnte auch anders sagen, die Schenkel des Winkels müssen die gegebenen Seiten sein. Recht kompliziert, der Winkel muss zwischen den zwei Seiten liegen. So könnte man es auch etwas unmathematisch sagen. Die Konstruktion sollte jetzt eigentlich schon klar sein. Ihr sollt euch da jetzt mal probieren. Ihr sollt gleich auf Pause drücken. Vorher will ich euch aber noch sagen, ihr braucht dieses Mal nicht nur einen Zirkel, sondern auch ein Geodreieck. Ihr muss ja irgendwie der Winkel auch mit rein. Also, bitte jetzt auf Pause drücken, wirklich auf Pause drücken und selber konstruieren. Und weiter geht's in 3, 2, 1. Jetzt werde ich euch zeigen, wie es ich gemacht habe. Ja, ich habe als erstes eine Seite gezeichnet, nämlich die Seite C. Das ist einfach die, die hier unten lag. Ich hätte natürlich auch mit der Seite A beginnen können. Das wäre auch kein Problem gewesen, werde euch nachher zeigen, wie das dann ausschaut. Anschließend werde ich den 30-Grad-Winkel anzeichnen. Komischerweise ist aber bei meinem Geodreieck der 30-Grad-Winkel hier. Die meisten von euch werden es schon wissen. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier einen 30-Grad-Winkel antragen will, geht das eigentlich nicht, weil dann würde ich quasi mit dem Uhrzeigersinn den 30-Grad-Winkel antragen. Und in Mathematik dreht man ja immer gegen den Uhrzeigersinn, wenn man ein Winkelmaß andreht. Nur hier geht es nicht anders. Ja, ich hätte es höchstens hier bei A anlegen können, nur A habe ich jetzt momentan noch nicht. Deswegen muss ich da halt einen Trick nehmen. Denn bei euch auf dem Geodreieck wird normalerweise auch eine zweite Skala zu sehen sein. Da beginnt dann hierbei, wo bei mir 170 steht, beginnt es mit 10, 20, 30. Das ist dafür gedacht, dass man dann eben auch mal unmathematisch drehen kann. Das heißt, die 30 steht auch bei der 150. Und wenn ich das eben dann hier markiere, also hier den Punkt setze und hier die gestrichelte Linie zeichne, dann sind es genau diese 30 Grad. Allerdings sieht man das ja auch hier, werden die mathematisch dann so rumgedreht. Also ich hoffe, ihr habt das Problem erkannt. Wir wollten quasi nach oben, das wäre aber falscher Drehsinn. Deswegen müssen wir die andere Skala nehmen, um eben diesen 30-Grad-Winkel zu erreichen. So, Beta oder den 30-Grad-Winkel haben wir jetzt quasi mit rein markiert. Jetzt geht es um die Seite A, die noch fehlt. Und das machen wir ja wieder so, wie wir es beim letzten Mal SSS gemacht haben. Wir machen einen Kreis um B mit Radius 4 cm. Auf diesem Kreis liegen jetzt alle Punkte, die C sein könnten. Jetzt gibt es zwei Schnittpunkte, hier unten und hier oben. Nur der unten, der fällt auf jeden Fall raus, weil jetzt hat der Winkel Beta, nämlich 150 Grad. Und gleichzeitig heißt mein Dreieck ACB. Deswegen ist auch klar, dass es nur der Punkt hier oben sein kann, wo eben der Schenkel des Winkels sich mit dem Kreis um B mit 4 cm schneidet. Ihr müsst natürlich nicht jedes Mal diesen großen Kreis zeichnen. Ihr wisst ja auch, dass es hier in der Nähe, wo es sein muss, ihr könnt quasi so einen kleinen Kreisbogen nur zeichnen. Und dann kommt er auf den Punkt C, den Schnittpunkt eben. Und wenn ihr es jetzt so richtig habt oder es optisch so ausschaut, könnt ihr noch überprüfen. Diese Seite B muss 3,2 cm lang sein. Das habe ich mit meinem Geometrieprogramm überprüft. Da könnt ihr kurz nachmessen, ob das stimmt. Wenn Seite B, also hier die Strecke AC oder die Seite B 3,2 cm lang ist, dann habt ihr richtig konstruiert. Jetzt kann es aber passieren, dass das bei euch optisch ein bisschen anders ausschaut. Ich werde euch das mal veranschaulichen. Wenn man jetzt zum Beispiel mit der Seite A unten beginnt, ich drehe das mal so hin, also dass man quasi die Seite A unten hinsetzt, dann macht es ja nichts, dann schaut das Dreieck ein bisschen anders aus. Es ist aber deswegen trotzdem noch kongruent. Würden wir nämlich dieses Dreieck und das andere Dreieck ausschneiden und übereinander legen, dann wären sie immer noch deckungsgleich. Ja, man sieht es zwar jetzt nicht unbedingt, aber das ist quasi nur rumgedreht. Und wenn ich eben statt mit der Seite C unten beginne, mit der Seite A beginne, dann muss ich halt hier den Winkel Beta antragen und dann noch den Kreis um B mit 6 cm zeichnen. Man muss sich da halt bloß ein bisschen reindenken. Aber so geht es natürlich genauso. So hat es verschiedene Möglichkeiten, wie das liegen kann. Kongruent, deckungsgleich, also auch eindeutig sind sie deswegen trotzdem. Schritt-für-Schritt-Anleitung, man zeichnet zuerst eine Planfigur, dann eine Seite, in dem Fall habe ich die Seite C gezeichnet, ihr hättet aber auch die Seite A zeichnen können. Dann einen Winkel, aufpassen auf den Drehsinn, dass man dann alles richtig macht. Ihr wisst ja, wie groß so ein Winkel sein muss und wie er optisch ausschauen muss. Anschließend mache ich den Kreis, weil ja ein zweiter Punkt mit einzuzeichnen ist oder eine zweite Länge mit zu verwirklichen ist. Und anschließend kann ich das Dreieck zeichnen.
Was haben wir also heute gelernt? Es gibt außer dem SSS-Satz noch den SWS-Satz. Da entstehen wieder kongruente Dreiecke, egal wie ich sie zeichne, egal wie ich sie konstruiere. Wenn ich mich an die drei Regeln halte, also an die drei Maße, die hier oben gegeben waren, dann wird auf jeden Fall immer das Richtige rauskommen. Denkt dran an den Drehsinn und denkt dran, dass man auch richtig misst. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss!